Also wir sind jetzt unterwegs zur Game City 2016 beim Rathaus in Wien. Mit mir unterwegs ist die Sina. Hallo. Und wir werden heute ziemlich viele coole Sachen sehen, denke ich halt mal. Also wir sind jetzt am Rathausplatz und da ist das Rathaus, da oben. Hier, man sieht es schon. Und wir sind jetzt schon eigentlich gleich da und dann zeigen wir euch, was alles abgeht dort. Jetzt gespannt hier in der 16er Reihe auf unser 16er Bundle. Wir befinden uns jetzt in der Game City im Bereich und wir haben jetzt unsere Bändchen, also ja, Sina nicht, aber ich habe ein Bändchen und hoffen wir mal, dass ich euch wenigstens etwas zeigen kann. Nächstes Jahr gibt es einen hoffentlich einen Presseausweis. Mario Kart gespielt. Ich bin nicht sonderlich gut drinnen und Sina hat mich fett geschlagen. Sina hat gewonnen. Hier wird auch Minecraft gespielt. Da wird. Ich kenne das Spiel. Wie heißt denn das nochmal? Ich glaube, das heißt. Da, Lilly. Lilly. Okay, ja, da steht sie. Da. Also wir haben uns jetzt ein bisschen umgesehen und sind jetzt auf die Idee gekommen, uns was zu essen zu holen. Trinken. Und zu trinken. Hauptsächlich trinken. Es gibt eigentlich recht nette Sachen heute, nur es sind viel zu lange Schlangen und ich will mich nicht unbedingt anstellen. Also werden wir uns die Sachen nicht im Detail ansehen. So, wir waren jetzt auf der Game City. War etwas, wie sage ich es am besten, langweilig, wenig. Es geht darum, dass das diese 2 Stunden Schlangen sind. Das ist urätzend. Niemand will sich anstellen für 2 Stunden. Wir haben eh schon so wenig Zeit. Ja, also es waren viele Schlangen. Wir wollten uns jetzt nicht anstellen, weil wir wären wahrscheinlich dann den ganzen Tag nur in Schlangen gestanden. Außerdem fehlt uns heute einfach die Zeit dafür. Wir bräuchten den ganzen Tag. Wir haben aber leider noch andere Termine auch zu erledigen. Wir haben Baby Mario Kart gespielt und Nintendo. Aber ja, das war auch nicht so. Und wir haben ein paar nette Aufnahmen. Aber sonst, es war jetzt nicht sonderlich berauschend dieses Jahr, die Game City. Ich hoffe, es wird nächstes Jahr besser. Und ja. Wir hoffen jedes Jahr auf ein gutes anderes Jahr. Ja. Aber es wird nie besser. Und das ist eigentlich so die Conclusio von diesem Jahr. Es war nicht besonders. Und wir hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.